Erzähl mir Rosts Geschichte. Warum er ausgestoßen wurde. Rost hat nie ein Verbrechen begangen. Er wählte sein Schicksal selbst. Wie meinst du das? Vor vielen Jahren, vor der Störung, vor den roten Raubzügen, wurden wir von einer Bande Fremder, 12 an der Zahl, plötzlich überfallen. Sie nahmen Geiseln in Mutters Mahnwache und zogen weiter in Richtung Teufelsdurst. Du kennst es als das verlorene Dorf, nahe der Karja-Grenze. Doch zu der Zeit lebten dort viele Familien. Rosts war eine davon. Seine Partnerin starb im Kampf gegen die Fremden und seine Tochter wurde als Geisel genommen. Alana. Sie war erst 6 Jahre alt. Nora-Krieger konnten 12 Fremde nicht stoppen? Oder die Geiseln retten? Es war einfach nicht möglich. Wir waren viel mehr. Doch immer, wenn ein Krieger in Schussweite kam, töteten die Fremden eine Geisel. Was wollten sie überhaupt hier? Das fanden wir nie heraus. Wir konnten uns ihnen ja nicht weit genug nähern. Wir wissen, dass sie 2 Tage lang bei Teufelsdurst lagerten. Es hieß, von dort kämen seltsame Geräusche. Und dann, so plötzlich wie sie kamen, zogen sich die Fremden zur Grenze zurück und verschwanden. Rost war einer der Krieger, die den Fremden folgten, so gut es eben ging. 6 Geiseln waren noch am Leben, als die Grenze erreicht war, darunter Alana. Statt sie freizulassen, schlitzten die Fremden ihnen die Kehle auf und ließen ihre Leichen kurz hinter der Grenze liegen, uns zum Hohn. Warum? Grausamkeit. Sie wussten, die gläubigen Nora würden das heilige Land nicht verlassen, nicht für die Toten und nicht zur Verfolgung. Sie dachten, wir könnten uns nicht rächen. Willst du sagen, dass Rost sie verfolgt hat und zum Verbannten wurde? Nein. Rost war außer sich vor Trauer, aber er hätte niemals ein Tabu gebrochen. Was hat er dann getan? Er forderte von uns das schrecklichste und geheimste Ritual des Nora-Stamms. Er bat um Ernennung zum Todessucher. Ein Todessucher? Was ist das? Jemand, der für die Suche stirbt und durch die Suche anderen den Tod bringt. Das Ritual entreißt dem Körper die Seele und legt sie in Urmutters Hände. Das Herz schlägt, der Kopf denkt, doch ganz ohne die Seele. Rost verfolgte die Fremden. Doch seine Seele blieb hier. Sie blieb hier, bei der Urmutter. Er barg die Leichen der Geiseln und brachte sie her. Und dann folgte er ihnen nicht als Verbannter, sondern als Waffe der Vergeltung. Ein starker Pfeil, der einmal losgelassen nie zurückkehrt. Aber Rost kehrte zurück. Ja, ein volles Jahr später und schwer verwundet. Wir fanden ihn an der Grenze zum Heiligen Land. Ein Jagdtrupp sah ihn dort liegen. Bewusstlos. Fast tot. Laut Gesetz hätte er dort sterben müssen. Doch eine Jägerin brach das Tabu. Sie griff über die Grenze und zog ihn zu uns hinüber. Rost hat die Mission also nie erfüllt. Doch, er tötete sie alle 12. Er fand sie an den unterschiedlichsten Orten, sagte er. Meridian, Ban-Ur, das Anrecht, Utaru-Land und sogar auch im verbotenen Westen. Der letzte von ihnen brachte ihn fast um. Verwundet taumelte und kroch er zurück zu uns. Er hoffte, möglichst nah am heiligen Land sterben zu können. Er hat nie erwartet oder erbeten, über die Grenze hinübergezogen und gesund gepflegt zu werden. Das war nicht sein Wille. Und stellte uns, die Stammmütter, vor ein großes Problem. Rost war jetzt ein Todessucher, Aloy. Es gab im Stamm keinen Platz mehr für ihn. Wir hätten ihn fortjagen müssen. Aber das brachten wir einfach nicht über uns. Also gab es einen Kompromiss. Ihr habt ihn ausgestoßen.
Ja. Wir boten es ihm an, unter der Bedingung, dass er niemals über diese Ausnahme sprach. Mit niemandem. Rost war hocherfreut. Er hatte gedacht, nie wieder im Heiligen Land leben zu können, schon gar nicht im Becken, so nah bei der Göttin. Er beschloss, den Rest seines Lebens allein zu verbringen und war zufrieden damit. Doch dabei kam ich ihm dann dazwischen. Die Stammmütter fürchteten dich und wollten nicht, dass du im Stamm aufwächst. Also fragten wir Rost. Ich wusste, er würde dich beschützen, dich erziehen, dich lehren, die Urmutter zu ehren und den Stamm zu respektieren. Ich bin der Ansicht, dass der Lauf der Ereignisse gezeigt hat, dass wir richtig lagen. Und ich bin ziemlich sicher, seit er dich zum ersten Mal gesehen hat, empfand er dich als Geschenk. Okay, Tirsa. Was für eine Geschichte. Gaias Selbstopfer. Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Nicht runtergucken. Nicht gucken. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg. Gaias Tod, deine Geburt. Das Echo war bis ins Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber... Bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger... bequem sind. Aber geht das überhaupt, ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Es wird Zeit, reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen.
Alles hängt jetzt von dir ab. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie durch. Aufnahme. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist... Ich sehe die Zahlen, aber ich kann die Uhrzeit nicht erkennen. Ich habe geträumt. Ich hielt eine Vorlesung in der Q-Hall. Etwas über Schamanismus. Ich weiß nicht. Die Zuhörer waren verschwommene Schatten unter offenem Himmel. Ich sagte ihnen, die Welt würde mit einem Knall enden. Einer Roboterplage. Aber die letzten Menschen, wir endeten nicht mit einem Wimmern, sondern einem Flüstern. Also in Höhlen. Wir enden, wo wir angefangen haben. Versammelt um ein flackerndes Leuchten. Die Staatsoberhäupter, wichtige Persönlichkeiten, die Anführer und Lotteriegewinner, alle verborgen in ihren kleinen Verstecken. Manche glauben, sie werden überleben. Irgendwie. Oder Elysium. Oder wir hier in Gaia Prime. Es macht keinen Unterschied. Eine Vielzahl winziger Gesellschaften, die sich etablieren, auflodern und sterben. Einige werden wunderbar sein, andere schrecklich. Und keine von ihnen hat eine Bedeutung. Kurzlebige Zivilisationen. Ein letztes Luftholen, bevor der Atem angehalten wird. Bevor ich aufwache, weiß ich, dass mein Publikum weg ist. Ich rede mit mir selbst. Zu einem stillen Planeten, einem Ödland. Es gibt nur Gaia und ihren langen, langen Traum. Ich hoffe, sie fühlt sich nicht einsam. Elisabeths Zimmer. Ich weiß, sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Charles Johnson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen, der Schwarm ist zu nah. Wirklich, es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern, dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir's. Also... Mach's gut, Liz. Und
Wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Das war die letzte Nachricht von Elizabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Die Masterüberbrückung. Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Du bist hier. Nur ganz kurz. Was? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Doch bevor ich gehe, sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Nur zu. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass ich mit der Eklipse zu tun hatte. Aber ich habe dir nie das ganze Ausmaß meiner Schuld gestanden. Es ist so, ich war von Anfang an dabei. Ich fand Hades, Aloy, auf dem Berg begraben, in dem zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Was? Es begann, als ich in einer Ruine einen Fokus fand, so wie du vor vielen Jahren. Bei mir war das Gerät sehr stark beschädigt. Es war nur noch ein Funken Leben in ihm. Ich untersuchte es wochenlang, bastelte daran, bis es schließlich funktionierte. Eine neue Dimension der Wahrnehmung tat sich auf, direkt vor meinen Augen. Und dann entdeckte ich es. Ein schwaches Signal. Da draußen suchte etwas, ganz genau wie ich. Ein Gleichgesinnter. Ich folgte dem Signal zu seinem Ursprung. Einem gefallenen Titanen, tief in den Dschungeln des Juwels. Du dachtest, es war ein Titan. Eine Kriegsmaschine. Ich wusste es nicht genau. Ich kannte solche Maschinen schon. Aus dem Grabhort zum Beispiel. Aber die war anders. Sie war nämlich nicht ganz tot. Sie konnte zuerst nicht sprechen. Bis ich ihre Stimme reparierte. Und so begann ein Austausch von Wissen. Sie wollte alles über unsere Welt erfahren, ihre Stämme und Maschinen. Im Gegenzug enthüllte mir Hades einiges an Feinheiten der alten Technologie. Er ließ mich mehr Fokusse finden und reparieren. Schon bald hatte ich Dutzende zum Laufen gebracht. Genug für eine kleine Armee. Zumindest für deren Kommandeure. Mir war das egal. Ich lernte so viel. Physik, Analysis. Unvorstellbar. Und die Schatten-Kaja? Wie kamen sie ins Spiel? Der Kaja-Bürgerkrieg war ein glücklicher Zufall. Die perfekte Gelegenheit. Eine Gelegenheit? Das war der Krieg für dich? Ja. Über Nacht war der halbe Stamm im Exil und wollte nur sein Meridian zurück. Ihre Religion machte sie manipulierbar. Ich präsentierte ihnen Hades als den verborgenen Schatten aus ihren Mythen. Also ja, es war eine Gelegenheit. Ich arrangierte für Hohepriester Bahavas ein Treffen mit Hades. Helis war auch dort. So wurde die Eklipse geboren. Alles für das heilige Meridian. Als meine Arbeit am Fokusnetzwerk erledigt war, rief Hades mich zu sich, um mich zu entlohnen. Im nächsten Moment sendete er den Tötungsbefehl. Und seitdem bin ich auf der Flucht. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil dein Erfolg von diesem Wissen abhängt.
Als ich Hades fand, war das Erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil Gaias? Minerva, ihr Codebrechermodul. Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die die Pharaoh-Maschinen abschalteten. Ihre Biomasse-Umwandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen, komme ich auch zu diesem Schluss. Und die Eclipse. Die erweckten Roboter. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Eine Armee, die den Turm erobert. Ja. Damit Hades wieder alles Leben auslöschen kann. Wenn du ihn nicht stoppst. Von diesem Moment an liegt es an dir. Nimm meine Lanze. Montiere die Masterüberbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seinen Schädel zu rammen? Ganz genau. Oh, kein Problem. Silence! Wo willst du hin? Überall und nirgends. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet. Und das hier? Überlasse ich dir, natürlich. Wir wissen ja, du bist dazu bestimmt. Ich bin nur so hineingestolpert. Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne! Tut, was sie sagt! Aloy! Aloy! Tab! Bei der Urmutter, du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Die anderen sind sie... Nein, nein. Zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben. Die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter. Sie marschierten zum Turm, dieses Ding im Schlepptau. Pass auf die anderen auf, Tab. Ich muss gehen. Begonnen. Hades sendet jetzt. Thank you.
Sie sind Aloy. Am Leben. Es ist Aloy. Na, das seht ihr. Wir dachten, du wärst am Berg gefallen. Nein, der Berg fiel auf mich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss jetzt zu Hades. Nicht allein. Mein Kampf. Ihr solltet besser hierbleiben. Wir wollten ihm gerade hinterher. Stimmt's? Stimmt. Der Metallteufel muss fallen. Ankunft von Einheit wurde bereits erwartet. Einheit wird Übertragung nicht stoppen. Im Gegenteil, die Berechnungen sind präzise. Präsenz von Einheit wurde nachgewiesen. Schlagen wieder zu. Aufpassen! Sie dürfen uns nicht überrennen!
arbeiten dran! Danke für die Hilfe! Du kämpfst nicht allein! Die Feinde der Göttin sind vernichtet! Bei der Zeit, die mir noch bleibt, kann ich es schaffen. Fällt. Der Sieg ist unser! Systembedrohung? Bevorstehend? Ich bin mehr als eine Bedrohung. Masterüberbrückung ausgerüstet. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt.
Okay, Gaia, tut mir leid. Was sagte ich? Du hast eine Geschichte erzählt. Stimmt, ja. Also, wie ich schon sagte, es war ein Kinder-Elektrobaukasten, aber ich schloss die Drähte an eine Autobatterie und Solaranlage an. Da fing das Gras an zu brennen. Und auch eine hohe Kiefer, die dort stand. Ich weiß nicht, vielleicht 100 Jahre alt. Frage, wie alt warst du? 6. Meine Mutter war zu Hause, zum Glück. Also rief sie die Feuerwehr und danach nahm sie mich mit raus und zeigte mir die toten Vogelbabys. Denn da waren Nester in der Kiefer. Frage, was hast du gefühlt? Ich weiß nicht. Ich schrie, glaube ich, dass es mir egal ist. Da nahm meine Mutter mein Gesicht in ihre Hände und sprach. Frage, was hat sie gesagt? Es soll mir nicht egal sein. Sie sagte, Elizabeth, es bringt nichts, klug zu sein, wenn du die Welt nicht verbesserst. Du musst deine Intelligenz für etwas nutzen. Dem Leben dienen, nicht dem Tod. Du erzählst oft Geschichten von deiner Mutter, aber du bist kinderlos. Ich hatte nie Zeit. Ich schätze, es war besser so. Wenn du ein Kind gehabt hättest, Elizabeth, was hättest du ihm oder ihr gewünscht? Ich schätze, ich hätte mir gewünscht, dass sie neugierig ist. Und stur, unaufhaltbar sogar. Aber mit genug Mitgefühl, um die Welt zu heilen. Nur ein bisschen. Also gut, das war's erstmal, Gaia. Zeit fürs Bett. Einen angenehmen Schlaf, Elizabeth. Danke. Dann bis morgen. Hallo, alter Freund. Kennst du mich noch? Wir haben noch so viel zu bereden. Du musst mir noch viel verraten. Zum Beispiel über deine Meister, die dich mit dem Signal aufgeweckt haben. Wissen ist schließlich Macht, meinst du nicht? Tja, fangen wir an.